Schriften und Chroniken beweisen, dass der Rhein schon damals in unmittelbarer Nähe an den Gebäuden und am Schloss vorbeifloss. Wenn hier in Beugen ein Kind versteckt wurde, welche Räume kamen dafür in Frage? Mit niedriger Decke und Stroh ausgelegt, auf dem er saß. Ganz allein mit nichts als einem Holzpferdchen zum Spielen. Auf unserer Spurensuche in Beugen treffen wir Pfarrer Schmidt. Er kennt die Geschichte des Ortes und die Gerüchte um Kaspar Hauser. Es ist denkbar, dass der kleine Kaspar Hauser in den Jahren nach 1815 hier auf dem Gelände von Schloss Beugen gewesen ist. Wie man sich das vorstellen muss, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einen sagen, er sei in relativer Freiheit hier auf dem Gelände herumgesprungen. Andere denken an die Räumlichkeit hinter diesen beiden Fenstern. Die interessante These bezieht sich auf den Raum, der sich hinter diesem Schlitz befindet. Dort ist eine Räumlichkeit, das wissen wir, aber diese Räumlichkeit ist von der Kellerseite her zugemauert, also nicht zugänglich. Da drin gibt es aber einen Raum, der gut und gerne auch als Verlies dann für Kaspar Hauser in Frage kommt. Bislang verboten Denkmalschutzauflagen eine Öffnung des historischen Gemäuers. So wagen wir einen Blick von außen. Deutlich zu erkennen, die zugemauerte Öffnung auf der Stirnseite gegenüber dem Fenster. Drei Monate sind vergangen. Das Landesamt für Denkmalschutz hat die Genehmigung erteilt. Der Kellerraum wird aufgebrochen. Niemand weiß, wann der Raum zuletzt betreten wurde. Heute geschieht es zum ersten Mal unter dem Licht der Öffentlichkeit. Wir suchen nach Spuren, nach Hinweisen auf den Aufenthalt von Menschen. Von einem Kind, von Kaspar Hauser. Auf einem Balken in etwa 50 Zentimetern Höhe entdecken wir die Rötelzeichnung eines Pferdes. Also ich muss zugeben, außer dem Schutt, von dem ich ja schon wusste, habe ich keine Überraschung erwartet. Aber jetzt bin ich doch sehr überrascht. Wir sehen es uns genauer an. Der Körper ist 15 cm lang und 6 cm breit. Der Kopf hat Augen, Maul und Mähne. Die Füße sind bloße Striche, wie bei einer Kinderzeichnung. Ja, wenn das ein Pferd ist und beim ersten Betrachten ist es für mich eines, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kaspar Hauser hier gewesen sein könnte. 4 Jahre soll Kaspar hier gefangen gewesen sein. In der Wiege vertauscht, lebte er die ersten Jahre in Karlsruhe, kam dann nach Schloss Beugen. Hier könnte er 4 Jahre seiner Kindheit verbracht haben, bis seine Odyssee mit unbekanntem Ziel weiterging. Mehr und mehr lernt Kaspar über die alltäglichen Dinge. Langsam bildet sich sein Bewusstsein heraus, die Vorstellung vom eigenen Ich. Nur, wer ist dieses Ich? Wer bist du, Kaspar Hauser? Eine Frage, die er sich selbst stellt und auf deren Antwort alle warten. Rührend und hilflos zugleich wirkt da der überlieferte Versuch, durch das Säen seines Namens mit Kresse Gewissheit zu erhalten.
ein Jahr nach dem ersten Auftauchen als ungebildetes Kind schreibt Kaspar folgende Reime. Mein erstes Jahr begrüße ich heut, in Dank und Liebe hoch erfreut, von vieler Not und Last gedrückt. Von heute an genieße ich, was mein Herz entzückt. Zeugnis einer empfindsamen Seele? Oder bloß Echo der damals vorherrschenden romantischen Stimmung? Kaspar träumt von einer Identität und nachts träumt er von seiner Herkunft. Jeder Traum könnte der Schlüssel sein auf der Suche nach seinen Eltern. Ein Traum kehrt immer wieder. Ein kleiner Junge läuft durch lange Gänge mit hohen Fenstern und hellen Lichtern, geführt von einer schönen Frau. An den Wänden Bilder. Männer mit eisernen Kleidern, Helme und Rüstungen. Getrieben von den Rätseln seiner Abstammung, entwickelt sich Kaspar vom vormals stummen Sonderling zum besessenen Chronisten. 1829, mit 17, stellt er bereits die erste Reinfassung seiner Autobiografie fertig. Diese Geschichte von Kaspar Hauser will ich selber schreiben, wie ich in dem Gefängnis gelebt habe und beschreiben, wie es ausgesehen hat. Seine Schilderungen sind präzise. Doch liefern sie den Ermittlern keine weiteren Hinweise auf Orte einer Gefangenschaft. Alles nur Fantasie? Immer wieder schreibt er von seinen Holzpferdchen, seinen einzigen Gefährten in der Dunkelheit. Erst im Jahre 1924 rückt ein neuer Ort in den Mittelpunkt der Kaspar-Hauser-Forschung. Pilsach, ein Wasserschloss in der Oberpfalz. Noch heute liegt Schloss Pilsach abgelegen vom gleichnamigen Ort und durch einen großen Park vom Dorfleben getrennt. Das Anwesen hatte im Laufe der Jahre mehrere Besitzer. Zuletzt einen Architekten, der das Schloss grundlegend renovierte. Ja, also dieses Verlies, dieser sogenannte Kerker, ist mit Sicherheit nicht als Kerker gebaut worden, sondern ist ein Zufallsprodukt des barocken Umbaus. Damals war eben diese verschachtelte mittelalterliche Burg und durch die eine Geschossebene, die man im Obergeschoss geschaffen hat, blieb dieser Raum übrig. Dass man ihn dann als Kerker benutzen konnte, das ist vorstellbar. Zufall oder Absicht? Ein geniales Versteck. Von außen fast nicht zu erkennen, durch 2 Meter dickes Mauerwerk, lautlos, von allem abgeschirmt. Der Zugang zum Verlies liegt heute im ersten Stock. Wir steigen hinab, zunächst in den Vorraum, der hinter der großen Treppe liegt. Durch eine etwa 80 cm hohe Türöffnung gelangt man in den eigentlichen Kerkerraum. 4,30 Meter lang, 2,5 Meter breit und 1,65 Meter hoch. Einzige Lichtquelle ist das winzige Fenster, versperrt durch ein markantes Eisengitter. Ein Eisengitter wie eine Blüte aus Kaspars Zeichnungen. Bei der Renovierung 1982 macht Hermann Kurzendörfer einen erstaunlichen Fund. Ich war also am Fuße dieser Treppe und habe am Samstagnachmittag geschaufelt. Hinter der Treppe rutschte der Schutt nach und plötzlich sah ich die beiden Beinchen hervorschauen von dem Pferd. Ich ziehe an, habe dieses Pferdchen in der Hand. Und für mich war eigentlich in der Sekunde klar, das ist das Pferd vom Kaspar Hauser. So, ich zeige Ihnen jetzt das Pferdchen, das ich seinerzeit gefunden habe am Fuße der Treppe. Das ist also das kostbare Stück. Man sieht also, die Seite lag nach oben, die ist verschmutzt. Die andere entspricht in vielen Details dem, was der Kaspar Hauser überliefert hat. Das Pferdchen ist weiß. Das Pferdchen war auf einem Brett montiert mit Rädern dran. Das Pferdchen hatte einen Schweif. Und auch die Größe kommt in etwa hin.